35 Grad im Schatten, der Lüfter läuft nach, ich bin ein bisschen dynamisch gefahren. Wir testen heute das Audi S5 Cabriolet und das Spannende ist, vor einem Jahr haben wir genau an der Stelle im gleichen Monat den M440i xDrive als Cabriolet getestet, also quasi der perfekte Vergleichspartner. Wir werden sie vergleichen in Sachen Daten natürlich, aber vor allem auch in Handling und Gefühl und gucken am Ende, wer von den beiden für uns zumindest besser funktioniert. Viel Spaß! Den BMW haben wir in einem echt coolen dunklen Grünton gezeigt. Hier haben wir so fast das Gegenteil, richtig knallig auffällig, Turboblau heißt das Ganze hier. Am S5 sieht es wirklich toll aus, vor allem in Verbindung mit den dicken Chromelementen. Eine wirklich sehr, sehr coole Frontschürze. Es hat sich vorne aber nicht viel getan. Das heißt, wir haben hier auch einen dynamischen Blinker. Das kam so in den letzten Facelifts dazu. Ansonsten ist es das aber. Schlechte Nachricht übrigens, momentan und vielleicht auch in Zukunft ist die Farbe Turboblau hier schon gar nicht mehr bestellbar. Kommentiert gerne unten, welchen der beiden ihr schöner findet. Das S5 Cabriolet ist übrigens beim Radstand als auch bei der Gesamtlänge ungefähr 7 cm kürzer. Er wiegt auch ein ganzes Stück weniger, das erklären wir aber nachher noch. Von der Seite ist sicher auch sehr, sehr cool, vor allem mit den 19 Zöllern als auch mit glänzenden Metallapplikationen hier außen und natürlich hier einmal ganz außen rum bis zum Kofferraum. Den können wir uns direkt mal anschauen. Ich mache dazu noch schnell das Abblendlicht an, dann sehen wir nämlich das Gesamtkunstwerk sozusagen von hinten, wirklich typisch Audi, typisch S-Modell. Auch hier unten nochmal sehr, sehr viel Chromoptik, 4 Abgasrohre, denn wir haben hier logischerweise einen V6, den wir gleich einschalten. Und interessant ist der Kofferraum natürlich immer in diesem Zustand. Das heißt, das Dach ist jetzt offen und wie viel Kofferraumvolumen wir hier haben, gibt Audi nicht preis. Ich kann auf jeden Fall sagen, 370 Liter sind es, wenn das Dach geschlossen ist und 360 Liter bietet das Vierer Cabriolet. Jetzt können wir hier einmal reinschauen, denn so finde ich es auch immer interessant. Es ist ein bisschen zerklüftet. Wir können hier weiter nach vorne laden und der Kofferraum vom M440i xDrive, den blenden wir jetzt ein, der ist noch mehr zerklüftet. Ich fand ihn aber fast ein bisschen besser zu beladen, obwohl wir da auch ein bisschen weniger Volumen haben. Das Teil hier ist ganz interessant und dazu auch dieser Knopf hier drüben. Wenn ich den drücke, kann ich nämlich diese, ich sag mal, Wanne oder dieses Teil für das Dach einfahren. Dann habe ich noch mehr Laderaum, das heißt, ich gewinne hier oben Platz dazu. Dann kann ich aber das Dach nicht ausfahren, beziehungsweise wenn ich den Befehl gebe, Dach öffnen, dann wird es nicht funktionieren. Blenden wir auch gleich nochmal ein, wie das Ganze funktioniert. Ansonsten sehen wir hinten eben nochmal eine Kofferraumklappe, die auch hier tatsächlich nur manuell sich bedienen lässt. Grundsätzlich beim Vierer würde das Ganze auch noch elektrisch gehen. Ganz wichtig noch zu wissen ist, aber nicht so praktisch gelöst, das Windschutz findet sich hier unten. Das ist zwar ganz gut aufgehoben, wenn man es nicht braucht, aber wenn ich hier meine Urlaubsfahrt vollgeladen habe, muss ich da erstmal hinkommen. Ich finde es beim Vierer deutlich besser gelöst. Da muss ich kurz den Kofferraum aufmachen, einmal die Rückbank entriegeln, dann klappt sich dieses Teil vor und dann verbirgt sich das Windschutz direkt hier hinten drin. Das heißt, ich müsste dann vielleicht meine Personen hinten kurz aussteigen lassen, die ja mit Windschutz eh nicht mitfahren können, aber ich bekomme das eigentlich viel besser und schneller raus, als wenn ich eventuell das ganze Gepäck drauf liegen habe. Ich habe ja schon in vielen Videos gesagt, ich bin Fan der BMW-Cockpits und das gilt tatsächlich hier auch immer noch. Wir haben im S5 ein schönes Cockpit, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe relativ viel Wertigkeit. Wir bauen ja hier auch auf dem MLB auf, dem modularen Längsbaukasten und es ist alles recht hochwertig, aber klar, der MP40i xDrive kostet rund 6.000 Euro mehr. Ich bekomme hier aber auch noch etwas bessere Technik, modernere Technik. Und ich bekomme das Cockpit, das mich noch mehr umgibt. Besonders schade ist hier, das haben wir schon vor 2 Jahren in einem Video gezeigt, das Infotainment-System ist so recht und schlecht nur per Touch zu bedienen. Jetzt reagiert es zum Beispiel gerade nicht. Und so eine Kleinigkeit ist, wenn ich fahre, kann ich nur per Schreibeingabe eingeben und nicht per Tastatur. Das ist nicht optimal, die Spracheingabe ist nicht optimal. Da ist BMW also gefühlt irgendwie 10 bis 15 Jahre voraus. Deswegen das Cockpit aus meiner Sicht definitiv besser beim BMW. Noch eine Kleinigkeit, die der BMW besser löst. Der M440i fährt eigentlich bei jeder erdenklichen Situation diese Gurtreicher aus. Hier sind die auch ganz okay, aber sie funktionieren nicht ganz so intelligent. Also es taugt schon und wenn ich losfahren will, würde er wieder einfahren. Noch eine Kleinigkeit, die interessant ist. Die Sitze hier muss ich manuell umlegen, das ist logisch. Und dann kann ich hier drücken, hier oben. Dann fahren sie ein Stück vor und beim M440i würden sie nach dem Umlegen hier direkt wieder zurückfahren. Das tun sie hier nicht. Kleiner Tipp, wenn ich aber einmal nur drücke oder wenn ich gedrückt halte, fährt er so weit zurück,
wie er vorher eingestellt war. Wenn ich weiter zurück will, kann ich das Ganze manuell nochmal überstimmen. Ansonsten, schönes Sitze hier in Leder. In dem Fall haben wir eine Ausstattung, die nicht ganz so teuer ist. Das heißt, uns fehlen zwei Dinge. Das ist einmal ein Nackenheizer und eine Sitzlüftung. Beides haben wir hier nicht. Beides hatte unser BMW. Kostet natürlich nochmal extra, aber ein schönes Cockpit. Und wie das Ganze hier aussieht, ohne Windschott während der Fahrt, wie die Luft über uns drüber zieht, ob es meine Frisur zerstören wird, das probieren wir jetzt gleich aus. Audi verspricht, dass eine Verdeckfahrt in 15 Sekunden geschieht. BMW soll 18 Sekunden brauchen. Man merkt es nicht wirklich, aber es geht hier ziemlich schnell. Und das Ganze soll auch bis 50 km/h funktionieren. Zeigen wir gleich während der Fahrt. Ich mache das hier von außen per Schlüssel. Dazu sollte ich nah dran stehen und lang genug draufdrücken. Einfach auf Zusperren zweimal, dann fährt das zu. Und wenn ich es vergessen habe, muss ich nicht extra nochmal die Zündung anmachen. Für viele ganz spannend sind ganz sicher die Fahrgeräusche während der Fahrt bzw. die Windgeräusche. Jetzt haben wir folgendes Setup. Ich habe das Windschott mal reingemacht. Wir fahren 70 km/h und ich merke vom Wind sehr wenig, obwohl ich noch alle fünf Scheiben unten habe. Also das ist echt spannend. Tatsächlich hat Jonas auch schon gesagt und Anja und ich haben es auch schon gemerkt, im S5 hier, egal ob mit oder ohne Windschott, man hat in der vorderen Reihe extrem wenig Wind in den Haaren. Das ist schon angenehm und ich sitze auch eigentlich ziemlich hoch. Hier also sehr, sehr viel Komfort. Ich glaube, beim Vierer war das nicht ganz so. Da war das Windschott tatsächlich wichtiger. Vielleicht auch, da es insgesamt ein bisschen länger war. Wenn man hinten sitzt übrigens mit Dach offen, dann logischerweise ohne Windschott, bekommt man ziemlich viel Wind ab. Da muss man sich dann schon ziemlich ducken, wenn man wirklich ganz im Windschatten bleiben will. Jetzt gebe ich mal ein bisschen Gas. Wir beschleunigen mal so auf gut 100 km/h. Und dann hört ihr mich, ich rede noch genauso laut. Je nachdem, wie viel es noch bei euch auf YouTube davon ankommt, ist dann entsprechend das Verständnis. Ich habe hier keinen Windschutz drauf, also ich bin mal gespannt, wie das nachher klingt. Ansonsten habe ich hier einen Button, mit dem ich alle fünf Fenster hochfahren kann, beziehungsweise natürlich alle vier Fenster. Einmal gezogen, fahren die alle vier hoch, dann wird es hier innen gleich nochmal etwas leiser und ich bekomme natürlich noch weniger Wind ab, da hier von der Seite gar nichts mehr reinkommt. Also in diesem Setup könnte ich auch wirklich im Winter offen fahren, das wäre dann gar kein Problem, zumindest wenn ich die Sitzheizung anhabe und diese Nackenwärmer, die bei uns in der Konfiguration leider fehlen. Genau die Strecke hier sind wir auch mit dem M440i gefahren und das ist eine sehr dankbare Teststrecke. Wir haben hier Kurven, eine nicht perfekte Asphaltoberfläche und hier kann man im Modus Dynamik das Ganze immer ganz gut testen. Also macht wahnsinnig viel Spaß. Beide, der X-Drive als auch der S5, haben natürlich einen Allradantrieb und ich muss mich da um nichts kümmern. Gerade beim S5 ist das Ganze noch etwas entspannter ausgelegt. Das heißt, auch wenn ich ihn wirklich wild über Kurven scheuche, wir sind mit ihm übers Timmelsdorf gefahren zum Beispiel, selbst dann ist er nicht aus der Ruhe zu bringen. Man bekommt ihn fast nie zum Abdriften mit ESP an, ganz sicher sowieso nicht. Und sowas hier ein bisschen schneller in die Kurve. Mega stabil, mega angenehm. Der M440i fährt hier noch etwas sportlicher, da bekomme ich leichter noch etwas mehr Dynamik rein. Beide sind aber wirklich ganz toll von der Lenkung her und vom Fahrwerk her wirklich sehr, sehr sportlich zu fahren, aber nie unangenehm. Also mit beiden sind wir auch Langstrecke gefahren. Beide haben auch die absoluten Langstreckenqualitäten. Gerade auch im Fahrmodus Komfort überhaupt kein Thema. So, wir starten auch mal hier am Berg hoch. Mal bitte auf den Sound achten. So, aus dem Ort raus, dann noch schneller. Ja, und ich würde sagen, hier im Modus Dynamik toller Sound, aber ganz schön zurückhaltend im Vergleich zum M440i. Der BMW ist auch nicht viel brachialer, aber er hat einfach einen ganz anderen Sound. Mir persönlich gefällt er besser. Das hier ist sehr zurückhaltend und auch cool. Also wenn ich hier vor der Eisdiele posen will zum Beispiel, ist der hier auch laut genug, überhaupt nicht peinlich, sehr, sehr angenehm. Aber der BMW klingt einfach noch ein ganzes Stück kerniger, finde ich ein bisschen schöner. Aber auch der hier ist jetzt nicht wesentlich leiser, also immer noch cool. Wenn wir uns mal die technischen Daten anschauen, die rohen Fakten, dann haben wir hier 354 PS und 374 PS im M440i. Kostet wie gesagt 6.000 Euro mehr an der Basis. Wir haben dann 220 PS mehr, aber der M440i schafft den Sprint auf 100 km/h aus dem Stand auch in 4,6 Sekunden. Der hier braucht 4,9, also nicht wahnsinnig viel, aber die 20 PS mehr
merkt man da zum Beispiel schon. Vom Drehmoment her nehmen sich die beiden nichts weiter, kommen mit 500 Newtonmetern und wie sehr die am Asphalt reißen, zeigen wir jetzt nochmal. Wir machen jetzt hier so im Naturschutzgebiet keinen krassen Launch-Control-Start. Ich bleibe auf Dynamik, mache den Motor an, lasse auch ESP an und ich gebe einfach mal Vollgas. Wohlgemerkt, ziemlich steil den Berg hoch, denn wir müssen hier ein bisschen auf Radfahrer achten. Los geht's, Achtung, das ist jetzt Vollgas. Allrad regelt, Leistung verpufft überhaupt nicht, also völlig egal, alles im Limit, der Tank ist fast leer und wir sind dann wirklich sehr schnell auf Tempo 100. Macht wahnsinnig viel Spaß, man würde aber tatsächlich denken, dass dieses Auto vielleicht sogar in 0,5 Sekunden schneller auf Tempo 100 sprinten würde, denn 354 PS sind natürlich geil im Alltag, aber ich hätte mir fast noch ein bisschen mehr Bums gewünscht. Ein Grund könnte sein, so ein Cabrio ist tatsächlich gar nicht so leicht, wie man denkt, es ist ein ziemlich großes Auto und der hier wiegt tatsächlich 120 Kilogramm weniger als der BMW, der aber trotzdem ein bisschen besser abgeht. Das ist auch ganz witzig. Der M440e X-Drive kratzt fast an der 2-Tonnen-Marke. Hier, wie gesagt, 120 Kilogramm leichter. Merkt man beim Fahren natürlich nicht, weil der BMW auch mehr Leistung hat. Aber trotzdem, schwere Autos, so ein Verdeck und die ganze Karosserie muss trotzdem entsprechend konstruiert werden. Also nur, weil das Dach nicht fest ist, ist er nicht unbedingt leichter. Noch eine Kleinigkeit am Infotainment, die nur Audi hat, die Google Maps Karte. Sehr, sehr cool. Echte Motorsport Fans kennen das. Wir sind auf der Ellerbergstraße, die fahren wir jetzt gleich hoch mit dem Quattro. Und das Schöne ist, auch hier kann ich es nochmal darstellen im digitalen Tacho als Google Maps und in sämtlichen erdenklichen Views. Ja, ich kann auch eine Dynamic View schalten. Ist alles. Alles ist sozusagen möglich, wirklich sehr schöne Geschichte. Da ist der BMW-Tacho übrigens auch ein bisschen reduzierter, hier eben alles ein bisschen verspielter. So, geben wir mal Gas. Hier hören wir auch mal den Sound auf, Dynamik sind wir noch. Also ich kann auch ganz entspannt fahren. Und beide, sowohl der M440i als auch der S5, haben eine 8-Gang-Automatik und das in Serie. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht irgendwie die S-Tronic, sondern die Tiptronic, also ein Wandlergetriebe. Hier haben wir so viel Drehmoment, da brauchen wir den Wandler. Der ganze Antriebsstrang hier ist nicht der allerneueste. Wissen viele von euch vielleicht, dass der BMW insgesamt etwas mehr auf der Höhe der Technik ist. Das hier ist vielleicht schon ein bisschen angestaubt, genau wie hier das ganze Outfit, aber es passt grundsätzlich. Wichtig zu wissen ist natürlich, wir haben hier einen V6, das heißt 6 Zylinder in einem V. Beim BMW ist das ein Reihen-6-Zylinder, also ein R6-Motor. Das ist so eine Philosophie-Sache, was einem da besser gefällt. Beide haben natürlich genug Leistung. Beide sind, was ich immer wichtig finde, 6 Zylinder. Das heißt, der Klang ist bei beiden ziemlich gut. Und wir gucken jetzt mal, wie der hier mit dem Quattro um die Kurven fährt. Das heißt, Achtung, ich gebe jetzt mal Gas. Das ist jetzt natürlich schon Hardcore, ESP regelt jetzt schon ein bisschen, aber hier kommen wir rum mit einer Wahnsinnshaftung, also das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie der hier auf der Straße liegt, macht richtig Spaß. Jetzt wieder bremsen, dann kann ich nochmal auf S gehen logischerweise, dass wir im zweiten Gang sind und ich fahre hier nochmal hier rum. Sehr, sehr schön, ich bin gespannt, wie das auf unserer neuen Kamera aussieht, wie gut die stabilisieren kann, also richtig, richtig gut. So am Rande der Haftungsgrenze, aber cool. Ich finde, dass die Tiptronic hier fast manchmal noch ein bisschen besser schaltet als im BMW. Und nächster Gang. Ich bin ja, wie ihr wisst, eh so jemand, der eigentlich nie mit diesen Schaltpedals schaltet. Ich finde die Automatik hier auf S nahezu perfekt. Also die perfekten Schaltpunkte sind da eigentlich gesetzt. Und da macht es richtig Spaß. Noch mehr natürlich auf Alpenstraßen. Folgt uns gerne auf Instagram, unten verlinkt, wenn ihr da noch ein paar Fotos vom S5 am Timmins auch sehen wollt. Unseren Verbrauch wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. 11,3 Liter. Das ist interessant, dieser Wert, denn es ist ein Langzeitverbrauch über die letzten 14 Tage mit unglaublichen fast 2000 Kilometern. Krass. Und der Verbrauch ist auch wirklich interessant im Vergleich zum M440i. Denn der hat auf einer sehr, sehr, sehr ähnlichen Distanz, nämlich ziemlich genau einen Liter weniger oder ehrlich gesagt sogar 1,5 Liter weniger verbraucht. Wir haben mit beiden Autos das gleiche gemacht, viel Langstrecke, Alpenpässe, ganz oft wirklich Vollgas und die Werte sind schon okay für einen Sechszylinder. Aber BMW gibt im angegebenen Verbrauch 2 Liter weniger an und in der Realität braucht der BMW zwischen 1 und 2 Liter tatsächlich weniger. Also es ist vielleicht schwer zu erklären, warum das so ist, ob der Reihensechser ein bisschen moderner oder effizienter ist, was natürlich sein könnte. Der BMW hat ein 48 Volt Bordnetz und der BMW
ist ein Mildhybrid tatsächlich. Also könnte das tatsächlich vielleicht so rund einen Liter sparen. Hätte ich gar nicht gedacht. Auf jeden Fall ist er insgesamt ein bisschen sparsamer. Wenn man sich so ein Auto kauft, sollte aber gerade jetzt im Jahr 2022 klar sein, er schluckt so und so viel. Auch wenn man ihn sanft fährt, braucht man zwar unter 10 Liter, aber nie deutlich unter 10, wenn man halbwegs da ein bisschen Spaß haben will. Kurz vorm Fazit noch ein kleiner Fun-Fact. Ich kann die ACC hier in diesem S5 bis zu unfassbaren 250 km/h einstellen. Das ist ganz witzig. Das hat man damals so gemacht. Die wollen wir jetzt auf der Landstraße nicht fahren. Auch wenn ich das bis 250 km/h einstellen kann und beim M440i nur bis ungefähr 200 km/h, ist wichtig zu wissen, der M440i ist mehr auf der Höhe der Zeit. Das heißt, er hat zwar im Prinzip die gleichen Assistenzsysteme, beide haben zum Beispiel eine Art Stauassistent, aber beim BMW gibt es eben noch einen Rettungsgassenassistent und mit dem OS 7, was aktuell zumindest auf dem M440i läuft, habe ich auch die Möglichkeit, Over-the-Air-Updates zu kriegen. Hier ist es in den Stein gemeißelt, hier wird nicht so viel gelenkt, hier geht die Assistenz bei Weitem nicht so geschmeidig. Aber es lohnt sich aus unserer Sicht natürlich trotzdem, mit so einem Auto zum Beispiel ein Assistenzpaket zu kaufen, dass man die ACC hat, das aktive Lenken hat. Denn dann kann ich, was ich gerne mag, wirklich über die Autobahn düsen in die Alpen und dann in den Alpen oder auf irgendwelchen Kurvenstraßen offen und ganz manuell fahren. Zum Fazit vielleicht noch insgesamt, die Autos sind wirklich perfekt vergleichbar, trotzdem gibt es ein paar Unterschiede. In der Basis kostet das BMW, die BMW-Entsprechung hierzu, 6.000 Euro mehr. Ich bekomme aber auch ein bisschen mehr Ausstattung, ich bekomme, wie ich finde, ein bisschen mehr Qualität und wie ich finde, insgesamt einen etwas cooleren Antriebsstrang. Die Unterschiede sind nicht gravierend, wenn man also sagt, beide Cabrios interessieren mich, aber ich bin mehr Audi-Fan, kann man den hier wirklich sehr guten Gewissens kaufen und jede Menge Spaß haben. Für mich persönlich wäre es der BMW, auch wenn er mehr kostet. Kommentiert gerne unten, für was ihr euch entscheiden würdet. Da sind wir in dem Fall natürlich besonders gespannt. Und im Abspann verlinken wir jetzt nochmal unser ausführliches Review zum M440i. Dann könnt ihr nochmal alles quasi auf der gleichen Strecke witzigerweise zu dem angucken. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback und danken euch fürs Zuschauen. Okay.